Willkommen zurück zu einem weiteren Video aus der Reihe Verlorene PC-Spiele. Hier geht es um Spiele, die es längst nicht mehr im regulären Handel gibt und die man auch auf keiner Download-Plattform legal kaufen kann. Einige dieser Spiele kann man auf modernen 64-Bit-Systemen nicht mal mehr installieren, selbst wenn man noch die alten Disketten-CDs oder DVDs hat. Und damit diese Spiele nicht ganz in Vergessenheit geraten, erinnern wir in dieser Videoreihe an eben solche Titel. Los geht's diesmal gleich mit einer ganzen Reihe, nämlich mit der Rennspielserie Need for Speed, die 1994 zunächst auf dem 3DO ihren Anfang nahm. 1995 landete The Need for Speed, wie der erste Teil vollständig heißt, dann auch auf dem PC, später auch auf der PlayStation und dem Sega Saturn. Heute kann man The Need for Speed allerdings nicht mehr kaufen, auch nicht über EAs hauseigene Download-Plattform Origin. Und das gilt nicht nur für den Serienstart, sondern für alle alten Teile. Ob nun der Porsche-Ableger oder die tuninglastigen Underground-Episoden. Da EA allerdings regelmäßig neue Need for Speed-Spiele veröffentlicht, gerät der Name immerhin nicht in Vergessenheit. Anders sieht es da wahrscheinlich schon mit Black and White von 2001 und dessen Nachfolger von 2005 aus. Die Göttersimulation der Lionhead Studios hatten allerdings auch eher vor ihren Veröffentlichungen für Schlagzeilen gesorgt, denn Kultentwickler Peter Molyneux hatte wie so oft mehr versprochen, als seine Spiele dann halten konnten. Womit ich nicht sagen will, dass die Black and White Spiele schlecht waren, im Gegenteil, sie wurden nur dem Hype nicht so richtig gerecht. Und heute kann man die Spiele leider gar nicht mehr kaufen, sich also nicht mal eben schnell selbst einen Eindruck davon machen, wie es vor über 10 Jahren war, als man als guter oder böser Gott über ein Fantasy-Volk herrschte und zudem noch eine gigantische Kreatur erziehen konnte, die Wunder wirkte und gegen die Kreaturen anderer Götter kämpfte. Und wo wir gerade bei Kultentwicklern sind, kommen wir doch gleich mal zu Ex-It-Designer American McGee. Der veröffentlichte im Jahr 2000 auf Basis der Quake 3 Engine eine düstere Interpretation des Kindermärchens Alice im Wunderland. American McGee's Alice war ein Third-Person-Action-Adventure mit wundervoll einfallsreichen Leveln, die spielerisch überraschten und bei ihrer Gestaltung festgefahrene Erwartungen über Bord warfen. Und jetzt kommt der Knüller. Es gibt eine Download-Version des PC-Spiels sogar auf Origin. Man kommt nur nicht mehr ran. Es sei denn, man hat damals die Complete Edition des Nachfolgers Alice Madness Returns gekauft. Diese Complete Edition wird inzwischen aber gar nicht mehr angeboten. Und aus irgendeinem Grund hat EA das Spiel nicht zum Einzelkauf auf der Plattform, obwohl es ja eigentlich da ist. Das ist doch verrückt und passt damit ja auch irgendwie zu Alice. Keine Folge der verlorenen PC-Spiele ohne ein Star Trek-Spiel und für diese Episode ist meine Wahl auf Star Trek The Next Generation A Final Unity gefallen. Genau wie die Pixel Adventures mit der Original-Crew mischt auch A Final Unity klassische Point-and-Click-Abschnitte mit Weltraumkämpfen. Aber da wir hier mit Picard und Co. unterwegs sind und das Spiel 1995 veröffentlicht wurde, gab es natürlich schicke Rendergrafik und echte 3D-Modelle beim Raumkampf. Außerdem waren die englischen Originalschauspieler zu hören, was natürlich für mächtig Stimmung sorgte. Die 3D-Weltraumkämpfe waren hingegen reichlich fummelig, wenn auch für damalige Zeit grafisch durchaus eindrucksvoll. Wenn wir nicht gerade kämpften oder Rätsel lösten, spielten in den Dialogen auch unsere Entscheidungen eine wichtige Rolle. Denn trotz der Weltraumkämpfe war A Final Unity in erster Linie ein Adventure, und zwar ein ziemlich umfangreiches. Im Verlauf der Story treffen wir unbekannte Spezies und besuchen fremde Welten. Aber auch Vulkanier, Ferengi, Klingonen, Romulaner und die Borg haben ein paar Auftritte. Wenn man sieht, wie realistisch heutzutage Spiele ihre Dschungellevel aussehen lassen können, könnte man sich fragen, warum sollte irgendjemand den Ego-Shooter Vietcong von 2003 heute überhaupt noch spielen wollen? Die Antwort ist ziemlich einfach und lautet: Grafik ist nicht alles. Denn der Shooter überzeugte mit spannenden, abwechslungsreichen Missionen, einer packenden Atmosphäre und vielen Story-Elementen. 2004 gab es dann noch ein Add-on und 2005 bereits den Nachfolger, der statt im Dschungel eher in Städten spielte und unsterbliche KI-Begleiter dabei hatte. Aber keins dieser Spiele gibt es heute zum legalen Download. Aber machen wir gleich weiter mit dem nächsten, fast vergessenen Ego-Shooter, nämlich mit A Wheel of Time, das 1999 auf Basis der ersten Unreal Engine veröffentlicht wurde und auf der gleichnamigen Fantasy-Buchreihe von Robert Jordan basiert. Allerdings spielt die Story vor den Ereignissen der Bücher. Wir steuern eine Magierin aus der Ego-Ansicht und kämpfen mit rund 40 Zaubersprüchen gegen Monster und Zauberer.
Nebenher müssen kleine Umgebungsrätsel gelöst werden, wobei uns auch einige Zaubersprüche zunutze kommen. A Wheel of Time bekam damals meist gute Bewertungen, besonders das Fantasy-Setting und die Zauber konnten neben der Grafik viele Spieler begeistern. Trotzdem geriet der Shooter in Vergessenheit und tauchte nie auf einer Download-Plattform auf. Fast vergessen ist auch G-Police von 1997. Dabei war die Action-Flugsimulation für PC und PlayStation 1 eine Grafikwucht und konnte auch spielerisch mit einer spannenden Sci-Fi-Story auf dem Jupitermond Callisto überzeugen. Wir wollen als Kriegsveteran von der Erde den Mord an unserer Schwester aufklären und heuern dazu bei der örtlichen Polizei als Pilot eines Hightech-Hubschraubers an. In über 30 Missionen kämpfen wir fortan in den geschäftigen Stadtkuppeln gegen Megacorporations, Banden und Korruption in den eigenen Reihen. Im Nachfolger G-Police Weapons of Justice konnten wir unseren Gleiter dann noch gegen einen Panzer und einen Mech eintauschen, allerdings gab es die Fortsetzung auch nur auf der PlayStation 1. Und am PC hat es G-Police nie auf eine Download-Plattform gebracht, dabei lässt sich das Spiel auch auf modernen Systemen noch installieren und läuft sogar ganz ordentlich. Wer sich noch an American McGee's Alice erinnert, kennt vielleicht auch noch Heavy Metal Fact 2. Die Spiele stammen schließlich aus der gleichen Zeit, nutzen dieselbe Quake 3 Grafik-Engine und setzen auf Third-Person-Action. Allerdings zeigt Fact 2 deutlich mehr Gewalt und bietet Action im John Woo-Stil. So können wir zwei Waffen gleichzeitig akimbo-mäßig einsetzen und zudem auch ein aufrüstbares Schwert schwingen. Ähnlich wie in Alice kommt es aber nicht nur auf die Kämpfe an, denn auch Klettereinlagen und kleine Rätsel stehen auf dem Programm. Und wer sich jetzt fragt, ob das schon der zweite Teil ist wegen Fact 2, nein, das Spiel basiert nämlich auf dem gleichnamigen Zeichentrickfilm. Davon gibt's allerdings einen Vorgänger. Einen Vorgänger hatte auch Rise of Legend, der hieß Rise of Nations und wurde 2003 veröffentlicht. Rise of Legends tauschte drei Jahre später das historische Setting gegen eine Fantasy-Welt, in der wir drei Story-Kampagnen mit drei sehr unterschiedlichen Völkern erleben. Wie schon in Rise of Nations gibt es zwischen den Echtzeitmissionen im klassischen RTS-Stil auch eine Weltkarte, die in vereinfachter Form an die Total War-Reihe erinnert. Neu waren bei Rise of Legends hingegen spezielle Heldeneinheiten, die mächtige Fähigkeiten lieferten. Rise of Legends bekam, wie schon der Vorgänger, von Kritikern viel Lob, verkaufte sich aber nicht mehr so gut. Und da Microsoft sowieso kaum Interesse am Erhalt seiner alten Spiele zeigt, siehe Freelancer oder die MechWarrior und Crimson Skies Spiele, hatte es auch Rise of Legends nie auf eine Download-Plattform geschafft. Dabei sieht das Spiel immer noch ganz gut aus und hat spielerisch nichts an seinem Reiz verloren. Den Abschluss dieser Folge macht ein Endzeit-Rollenspiel aus Deutschland. The Fall, Last Days of Gaia. Und das kam 2004 im richtig schlechten Zustand auf den Markt. Es sollte fast zwei Jahre dauern, bis ein paar riesige Patches die Bugs beseitigten, Grafiken verbesserten und neue Inhalte nachlieferten. Und dann war The Fall ein richtig gutes Spiel mit vielen Ähnlichkeiten zu den frühen Fallout-Episoden. Selbst die Quests in der verstrahlten Welt griffen manchmal den kuriosen Humor der bekannten Vorlage auf. Allerdings war man hier in einer 3D-Welt mit einer ganzen Gruppe von Begleitern unterwegs und man konnte sogar Fahrzeuge nutzen. Nach dem schlechten Start war das Spiel aber trotzdem schnell in Vergessenheit geraten, da helfen auch die Updates nicht mehr viel. Heute bekommt man The Fall nur noch als Gebrauchtspiel, es läuft aber immerhin noch auf Windows 10 Systemen. Eine Download-Fassung, vielleicht sogar mit 16:9 Unterstützung, hätte dieses Spiel aber trotzdem verdient. Das gilt aber natürlich auch für alle anderen Titel in diesem Video und es wird wohl auch für die Spiele in der nächsten Episode unserer Videoreihe gelten, denn es gibt noch so viel mehr verlorene PC-Spiele. Wenn euch noch welche einfallen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und wir hören uns in der nächsten Episode.